herzlich willkommen zurück, meine lieben Fußball-Mauzis und auch Fußball-Mauzis. Ich habe ein bisschen schnell weggedrückt. Heute geht's gegen den SV Darmstadt 98. Und Freunde, eigentlich ging es vorher schon gegen Mainz. Das Spiel hat leider die Elgato nicht mitgemacht. Deswegen sorry dafür. Aber egal, es geht hier gleich weiter mit Frankfurt und Darmstadt. Und Frankfurt bringt sich hier schon mal in eine scheiß Position. Denn Abraham pennt ein bisschen. Und Franjic haut drauf. Pfosten, Glück für Frankfurt hier in der 17. Minute. Ja, das war knapp. Da wurde geklärt, da passierte nichts mehr. Dann springen wir in die 29. Minute. Da ist Giddes, der bleibt schön stehen. Giddes läuft nach innen. Giddes wird nicht angegriffen. Würde aber durchstecken auf Meier, aber kommt nicht durch. Schade, schade. Nee, nicht auf Meier, auf Cutlets. Sorry. Dann sehen wir hier Gold auf Cutlets. Und dann Alex Meier, der Supermeier. Mit einem Schuss. Ja, der konnte sich da mal sehen lassen. Was ein Tor hier in der 33. Minute. Unser Supermeier haut hier aus, gut und gerne, 35 Metern, einfach mal drauf, ungebremst, wird nicht angegriffen und haut da Dingen. Und der Ball, der hat eine Flugkurve. Ja, früher hätte man gesagt, Bananenflanke. Ja, aber die gibt es ja auch nicht mehr, ne Freunde, das ist klar. So, dann springen wir in die zweite Hälfte, in der ersten. Nichts mehr passiert, Frankfurt hier im Vorwärtsgang. Cutlets wieder auf Alex Meier, aber Martenia hält. Martenia steht wie die Martenia. Außer anschließend Ecke ist nichts geworden. Wir springen in die 80. Minute. Cutlets hier nochmal mit einem Konter auf Giddes. Der war schon gut platt, aber Giddes, der konnte auch laufen wie ein Großer. Und dann kommt der Heller angerannt und tritt Giddes ab. Jetzt ist die Frage, war das Elfmeter? War es außerhalb? Der wird sich nochmal belappt. Und der Schiri sagt, Freund, bis hierhin und nicht weiter. Und dann gab es Freistoß nur. Freistoß, kein Elfmeter. Alex Meier kann ja nochmal so ein wunderschönes Freistoßtor machen. Wie zuletzt. Nein, er haut gegen die Mauer und er wird geklärt. Das war leider nichts. Und wir springen dann mal in die, ja, 92. Minute, letzte Spielminute, nochmal ein Pass vielleicht. Nein, Martenia kann den abfangen und dann war Schluss. Schluss, 1-0, wieder 3 Punkte eingefahren. Freunde, ich muss nochmal ganz kurz darauf hinweisen, die Mainz-Folge kann ich leider nicht mehr hochladen. Das Spiel ist 2-2 ausgegangen. Mainz gegen Frankfurt, tut mir leid, die Elgato hat ein bisschen gespackt. Naja, wie dem auch sei, Bäumchen, Däumchen, Träumchen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Papadopoulos war's. Papadopoulos tritt da das Standbein von Alex Meier weg und der will jetzt natürlich auch mal zeigen, dass er auch Freistöße schießen kann. Alex Meier nimmt Maß. Und Alex Meier. Ist nach Istanbul, Istanbul, Istanbul. Super, dann wünsche ich erstmal einen wunderschönen Buongiorno alle miteinander. Mein Name ist Baumzweig und